Bonsoir, guten Abend. Hallo. Vielen Dank, guten Abend. Merci beaucoup. Bonsoir. Guten Abend, vielen Dank. Wow. Für diese tolle Stimmung hier im Studio. Dankeschön bei Ihnen zu Hause. Ich hoffe, Sie haben auch eine so tolle Stimmung wie hier im Studio. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Alphonse und Gäste. Ich möchte diese Folge beginnen mit dem Salon de l'Agriculture. Salon de l'Agriculture ist eine Landwirtschaftsmesse, die jedes Jahr in Paris stattfindet. Das war vor kurzem jetzt. Und zu dieser Messe gibt es ein paar Traditionen, ein paar nette Traditionen. Zum Beispiel, die Messe wird immer vom Präsidenten eröffnet. Das ist Tradition, ja. Und der Präsident wird von den Bauern ausgebuht. Auch das ist die Tradition, das ist ja normal. Und dieses Jahr waren die Bauern sehr traditionsbewusst, also richtig, richtig. Und deshalb habe ich für euch ein paar Bilder von dieser Tradition einfach mal mitgebracht. Guckt mal, also zuerst, die sind draußen, die dürfen nicht rein, aber komm, wir sind Franzosen, also wenn wir rein wollen, dann kommen wir rein, ja. Gleich sind die dann drin. Voilà, und drin geht es noch weiter, natürlich, allez, komm. Ah oui, non, mais natürlich, das ist Tradition, die Kühe, die wissen das auch. Also die, jedes Jahr, die sagen, ah, aber das ist schon wieder die Tradition. Und die sagen, das geht mir am Euter vorbei, hein? Das ist also, so gar kein Problem. So, und jedes Jahr habe ich eine Lieblingsszene, und jetzt kommen sie, meine Lieblingsszene. Guck mal. Ich liebe das, ich finde es toll. Und und ehrlich gesagt, man kann doch sehen, dass die mit ihrem Protest doch einen Durchbruch erreicht haben. Na, also was anderes kann man nicht sagen. So, und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Protestierenden dann in der Messe sind und sie suchen Macron, oder die Polizei versucht, dass die ihn nicht erreichen. Und solange Macron, der geht dann von Stand zu Stand, er guckt alles, die ganze Ausstellung. Zum Beispiel ist er auch bei den Kühestände vorbeigegangen. Na, das sieht man, dieses Bild, was... Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, die Kuh ist schon sehr geduldig. Drei Männer, die am Hintern knabbern. Da sieht man, dass die Kuh noch nie von MeToo gehört hat. Das ist also, dieses Bild war übrigens in der Zeitung. Das wurde so viel besprochen. Viele haben gesagt, guck mal, das ist interessant als Bild. Links an der Arsch von der Kuh und rechts der Arsch von Frankreich. Das, also, viel besprochen wurde auch diese Trikolore. Na, das ist also, viele haben gesagt, was meint er damit, der Trikolore? Wie ist das gemeint? Die eine sagte, das bedeutet, Frankreich ist am Arsch. Also, und andere sagte, nein, nein, man muss es patriotisch sehen, das ist eigentlich ein Lob für Frankreich. Das bedeutet, in dieser Welt, die total verrückt ist, ja, das ist die Aufgabe von Frankreich, die größte Scheiße zurückzuhalten. Das ist, voilà, wie man es will. Und natürlich, dann ging er weiter und weiter in der Messe und irgendwann ist er natürlich auch auf Demonstranten dann zugestoßen. Und da muss ich schon sagen, als Franzose, man freut sich, ein Präsident, der vor einem Demonstranten, ja, so souverän und selbstbewusst guckt. Dann guckt mal. Also ziemlich eindeutig, finde ich, ja. Und rechts übrigens auf dem Bild der Typ, das ist der Agrarminister. Und wie man sieht, der ist in der zweiten Reihe, er ist immer in der zweiten Reihe, er hat nichts zu tun, der Typ. Also der, ihr müsst wissen, in Frankreich, der Agrarminister, also das ist, also Macron macht alles und der ist da nur. Irgendwann ist Macron weitergegangen, der blieb allein, guckt mal. Also das hat man schon gesehen. Ja, genau. Er hat ein großes Problem, gerade für einen Agrarminister. Kein Schwein interessiert sich für ihn. Ja. Boah, er hat nichts zu tun einfach. Hein. Und solange Macron natürlich geht dann immer weiter in die Messe. Ihr müsst euch vorstellen, dass er viele Stände, er muss eigentlich die Stände besuchen. Er ist Präsident. Es gibt zum Beispiel die Essensspezialitäten. Auch für den Präsidenten, das ist heftig. Ja. Weil er muss alles probieren.
sonst wären die beleidigt. Und das ist Frankreich, also Innereien, lecker. Und dann direkt danach Marmelade und super. Direkt nach der Marmelade, Schnecken, ich freue mich. Ja, so. Und dann Honig und Steak und dann ein Cognac und noch ein Wein. Und irgendwann ist er fertig und er sagt, zum Glück bin ich fertig, weil er dachte, weil da gab es einen Typ, Monsieur le Président, warten Sie mal, Sie haben die Austern vergessen. Und da hat man gesehen, er hat sich sehr gefreut, guck mal. Eindeutig, oder? Aber er ist Präsident, er hat keine Wahl. Er muss essen und er hat gegessen. Guck mal. Ja, das ist ein bisschen. Können wir ein bisschen näher gucken? Sag mal. Ja, also das. Ich würde Folgendes sagen: So ein erotisches Essensfoto kannte man bisher nur von Angela Merkel. Le Salon de l'Agriculture, eine sehr schöne französische Tradition. Voilà. Und ich komme jetzt zu meinem ersten Gast. Er war zuletzt 2019 bei mir hier zu Gast. Damals, 2019, wir wussten nicht mal, was eine FFP2-Maske ist. Heute wissen wir das alle und viele sind inzwischen Diplom-Virologen geworden, dank der YouTube-University. Er nicht. Er hat richtig studiert, er hat Theologie studiert und wäre sogar beinahe als Missionar nach Südamerika gegangen, um andere Theologien auszubilden. Wenn man so tief in so einer Karriere ist, also in der Kirche, eigentlich wird man normalerweise als nächstes Papst oder Kabarettist. Und zum Glück hat er sich für Letzteres entschieden. Ich freue mich sehr. Andererseits, wenn ich den Papst hier empfangen hätte, wäre es auch nicht schlecht gewesen. Aber ich freue mich auf ihn. Hier ist Stefan Wackupinger. Schön, dass du hier bist. Wie würde ich, also angenommen, ich fände es toll, wenn du Papst wärst. Ich, Papst, also, ja, ja. Also, du fände das auch nicht schlecht. Also, Wenn du Papst, mal ein Versprechen, und zwar vor den Kameras, angenommen, du wirst Papst, kommst du in die Sendung? Natürlich. Ehrlich? Weißt du, deinen Klamotten und so? Ja, mit dem Weißen dann. Jetzt habe ich ja schwarz, aber dann würde ich weiß natürlich mehr tragen. Und weißt du, was gut wäre? Ich glaube, wenn ich Papst wäre, dass dann selbst die katholische Kirche darüber nachdenken würde, ob das mit der Unfehlbarkeit wirklich so... Ja, also ich glaube, das würde dann nicht mehr. Es wäre mega. Guck mal, die Bühne wartet auf dich, das Publikum sowieso. Hier ist Stefan Wackupinger. Bitte schön. Ja. Servus. Servus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, man kann das schon so sagen, oder? Leistung muss sich lohnen. Oder? Ja. Ne? Wer was leistet, der kann sich auch was leisten. Ne, von dem kommt das ja, gell? Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das jetzt bekommen habe, dieses Burnout. Ja, ein Burnout bekommt man nicht einfach so, gell, wie so ein Virus. Ein Burnout musst du dir erarbeiten. Ja, ich habe mich gefragt, warum habe ich so viel gearbeitet? Ja, damit ich viel Geld verdiene, logisch, gell? Ja, immerhin, jetzt kann ich das Geld, das ich verdient habe, ausgeben für die Therapie gegen das Burnout. Ja. Aber ich sage dir meine Meinung. Gell? Ich finde, allein dafür, dass ich mir diese Therapie leisten kann, hat sich das Burnout schon gelohnt. Ja? Also ich muss aber dazu sagen, falls es ein Burnout ist, gell? Also nicht, ganz sicher ist es nicht. Ne? Der Hausarzt hat halt gesagt, er vermutet, es ist ein Burnout, weil er hat gesagt, mehr kann er nicht finden, weil ich bin nicht privatversichert. Ja? Bin ganz normal gesetzlich gegangen. Ich war früher privatversichert, aber du, da muss ich dem Hausarzt schon recht geben. Ich finde, seit ich nicht mehr privatversichert bin, fühle ich mich wirklich krank. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, in unserem Gesundheitssystem, gell, da ist ein kranker Mensch, der privat krankversichert ist, der steht meiner Meinung nach gesünder da als ein gesunder Mensch, der nur gesetzlich versichert ist. Was zahlt die gesetzliche Krankenversicherung? Ich habe es jetzt gesehen beim Zahnarzt. Was wird bezahlt? Gell? Nur noch das Reißen. Dafür finanziert dir dann die gesetzliche Krankenkasse noch so Gesundheitskurse, ne? Yoga, damit du dann meditieren kannst, ob dein Gebiss halb voll oder halb leer ist. Sonst hat mir der Hausarzt nicht viel geholfen. Gell? Er hat gesagt,
Sie machen zu viel. Sie dürfen halt nicht so viel machen, hat er gesagt, machen Sie halt nicht so viel. Da habe ich gesagt, ja, wie soll ich das machen? Da ist er ungeduldig geworden, hat er gesagt, setzen Sie sich einfach für ein paar Stunden auf einen Stuhl und warten Sie ab, dann wird es schon besser werden. Da habe ich gesagt, das habe ich gerade 3 Stunden bei dir im Wartezimmer gemacht. Also, ja. Man darf halt nicht zu hohe Erwartungen haben, gell? Weder an die Krankenversicherung oder überhaupt an die Wirtschaft oder an die anderen Menschen oder auch nicht an sich selber. Gell? Ich sage, das ist wirklich, du darfst keine zu hohen Erwartungen haben an dich selber. Das bringt nur Druck, das hilft nichts. Ich meine, klar, meistens kommt es aus der Kindheit, gell? Wenn die eigenen Eltern so überhohe Erwartungen an einen haben, das setzt einen dann ein Leben lang unter Druck. Gell? Muss ich sagen, da habe ich wirklich Glück gehabt. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt, an dich haben wir wirklich keine allzu hohen Erwartungen. Also, ja, du darfst nicht so hohe Erwartungen haben. Ich habe das auch meinen Mitarbeitern immer gesagt bei Gehaltsverhandlungen. Ja, ich habe gesagt, ich kann ja auch nicht von euch erwarten, dass ihr so viel leistet wie ich. Weil für das Gehalt, das ihr bekommt, würde ich auch nicht so viel leisten wie ich. Ja, ich habe so eine Firma gehabt, aber ist schon wieder vorbei, ist schon wieder weg, alles ist weg. Gell? Aber es war eine kleine Firma, bescheiden, Immobilienvermietungen, hauptsächlich Immobilien, so Zeug halt. Gell? Also immer bescheiden, klein geblieben, immer mehr Häuser als Mitarbeiter. 20 Mitarbeiter war, oder ihr seid nicht vom Finanzamt, gell? Nee, weil sonst waren es nur 10. Die anderen waren nur so da, gell? Die waren... Also nicht, dass du jetzt falsch denkst. Gell? Also ich habe jetzt nicht in dem Sinne, ich war nie für illegal. Ich habe immer erst mal versucht, ob es nicht legal auch irgendwie möglich. Außerdem hat ja die Firma meiner Frau gehört. Ja, sie hat die Firma geerbt. Erst hat sie die Firma geerbt und dann hat sie ihr gehört. Nein, ich sage da nichts dazu, aber ich sage nichts. Ich sage nichts. Ja? Aber das ist unser ungerechtes Gesellschaftssystem. Die einen erben alles, die anderen müssen dafür ein Leben lang heiraten. Ich habe sie ja schon gekannt, bevor sie geerbt hatte, aber da habe ich sie eher nicht so wahrgenommen, aber dann hat sie halt geerbt und das Geld hat sie verändert. Ich konnte sie nicht mehr so gut ignorieren. Ich weiß nicht, ich habe sie dann... Nein, ich war aber romantisch. Bitte, ich habe sie zum Essen eingeladen, gell, ganz groß, bei mir zu Hause. Also wir haben gemeinsam gekocht. Eigentlich hat sie gekocht, aber ich habe mitgeholfen. Gell, ich habe dann das Geschirr abgewaschen. Und irgendwie habe ich mich dabei so ungeschickt angestellt, dass sie so gerührt war, dass sie mich am ersten Abend, bitte, am ersten Abend hat sie mich gefragt, du magst mich heiraten. Da habe ich mir gedacht, siehst du, jetzt hast du es geschafft. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber das war halt, das Problem war ihr Anwalt. Gell? Ihr Rechtsanwalt hat dann gesagt, ja, wir sollen so einen Ehevertrag unterschreiben. Also eine Ehevereinbarung. Er hat gesagt, wenn wir uns jemals trennen sollten, dass jeder sein Vermögen behält. Ne? Ja, aber was heißt das auf gut Deutsch? Sie behält ihr Vermögen, ja. Gell? Und ich meine, ne? Unvermögen oder... wie das heißt, was du vorher schon hattest. Ja, und ich könnte mich ja selber, aber ich hab unterschrieben. Ja, ich habe es unterschrieben, gell, weil man hat gedacht, komm, unterschreib's, weil es ging ja nicht nur um die Firma, sie hat ja auch noch das Haus geerbt und so, gell, warum sollte ich mich da jemals von ihr trennen? Ja, und dass sie sich mal von mir trennt, damit habe ich nicht gerechnet. Also damit hat aber niemand gerechnet, wirklich, also... Glaub's mir, von all unseren Bekannten, niemand war so überrascht wie ich. Sie hat urplötzlich, weißt du, hat sie gesagt, sie hat den Sinn unseres gemeinsamen Lebens verloren. Und ich habe gesagt, ich habe ja gar nicht gewusst, dass wir einen hatten. Nein, weil sonst hätte ich doch suchen geholfen, verstehst du? Weißt du, wenn man so viel hat wie wir, gell, die Firma, das Haus, auch die Möbel, gell, das war schön, ne? Aber dafür übersiehst du halt, dass noch irgendwas fehlt, gell, der Sinn, ich meine... Wir hatten schöne Möbel, gell? Ihr hättet das Wohnzimmer sehen müssen, wie das... Also das war wirklich... Also, aber sie war ja trotzdem nie zufrieden, gell? Also man muss wirklich sagen, ich möchte gar nichts sagen, ja? Aber das kann man schon sagen, gell? Es gibt Menschen, die sind nie zufrieden. Die sind einfach... Ne? Also ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, gell? Da haben wir alles umgestellt. Im ganzen Wohnzimmer neue Möbel rein, teilweise alles genau so, wie sie es wollte. Genau, wie sie es wollte. Und dann...
war sie wieder, ne? Hat sie wieder gesagt, ne, ich weiß auch nicht, irgendwas stört mich. Ich weiß nicht was, aber irgendwas stört mich. Du, Entschuldigung, aber da hat es mir auch mal gereicht, gell? Bin ich aus dem Zimmer raus, dann hat sie gesagt, ah, jetzt passt's. Ja. Vielen Dank, Stefan Wakubinger. Bravo. Ich möchte ein bisschen bleiben mit dem Thema Agrarmesse, weil ich war vor einiger Zeit, ist lange her, eigentlich vor ein paar Jahren, auf eine, ja, kann man sagen, Agrarmesse. Allerdings viel ruhiger als le Salon de l'Agriculture, weil das war in Deutschland. Also, das ist also, da hat wirklich absolut niemand an den Arsch der Kühe rumgeknabbert. Wissen Sie warum? Weil es gab keine Kühe. Also es gab Tauben. Es gab nur Tauben. Das war nicht wirklich eine Agrarmesse, das war der sogenannte Taubenmarkt. Eine Veranstaltung für Taubenzüchter und Liebhaber von Brieftauben. Übrigens, den Züchtern, denen geht es nicht nur darum, dass die schönste Taube zu züchten. Einige machen das mit den Brieftauben wirklich als Wettbewerb, als Wettkampf. Ja, die gucken, welche Taube am besten ist und am schnellsten vor allem den Weg zurückfindet. Und da muss ich schon sagen, dass ein Sport, bei dem man im Auto irgendwo hinfährt, ein paar Vögel freilässt und dann wieder mit dem Auto nach Hause fährt, könnte sogar mir gefallen als Sport. So oder so, ich war bei diesem Taubenmarkt und das habe ich mir, wie gesagt, damals angeguckt. Ich habe das aus meinem Archiv wieder rausgegraben für euch. Bitte schön. Heute mein Thema Taubenmarkt. Für die Taubenzüchter sind die Tauben sehr wertvoll. Gerade die deutschen Tauben sind sehr erfolgreich. Die deutsche Brieftaubenzüchter waren schon mehrmals Olympiasiege. Ja? Bei der Olympia-Ausstellung. Ich gratuliere. Ja, aber nur gemeinsam für den Verband. Ja. Das war ich schon nicht, das war der Verband. Ja, gut, dann gratuliere ich nicht. Bei der Taubenzucht kommt es auf dem Stammbaum der Taube an. Der Vater ist gezogen aus einer Taube von Dirk van Dijk, aus dem Sohn Rambo mal Tochter Kannibal. Ein sehr guter Zuchtvogel. Rambo, Tochter Kannibal. Ja. Der nächste Händler hatte eine Zuchttaube, auf die er sehr stolz war. Besondere Zuchttaube, Sarkozy, das ist der Name. Ja. Und das ist ein Sohn aus Sarkozy. Besser kann ich nicht machen. Besser als Sarkozy können Sie machen. Das ist der scheißeste Präsident, den wir hatten. In der Taubenzucht gibt es viel zu tun. Deshalb teilt sich dieser Herr die Aufgaben mit einem Freund. Er macht das Reisen, ich mache die Zucht. Also Sie zeugen die? Ja, und die... Was sagt Ihre Frau dazu? Es gab einen Stand, der Untersuchungen für Tauben angeboten hat. Der Betreiber des Standes hat mir erklärt, wo das Wattestäbchen hin muss, um eine Probe zu nehmen. In der Arsch von der Taube und dann wieder in das Röhrchen. Haben Sie schon gemacht? Ich mache das jeden Tag seit 25 Jahren. Schöner Beruf. Er hat so viele Ärsche zu testen, dass er sogar eine Kollegin hat, die ihm dabei hilft. Ich habe sie gefragt, was das für ein Gefühl ist, wenn man den Kot von einer Taube analysiert. Erfolgserlebnis. Ja? Es gibt auch eine Apotheke für Tauben. Dieser Herr hat dort Präparate gekauft. Zum Beispiel besorgt er sich in Holland Präparate für eine bessere Taubenzucht. Die sind in Deutschland nicht ganz legal. Hatten Sie immer Lust, illegale Dinge zu machen oder kam das erst im Alter? Ich bin 79. Ja. Ich hatte schon immer Lust, ja. Ja? Als Kinder haben wir Äpfel geklaut, da fängt das mit an. Er hat mich aber versichert, als er noch gearbeitet hat, er war selbstständig, da war er immer ehrlich gewesen. Haben Sie nie das Finanzamt beschissen oder so als Selbstständiger? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Meine Gästin, die jetzt gleich kommt, ist in Ost-Berlin geboren.
Wisst ihr, dass ich wusste nicht damals, als ich in der Schule war, dass es Ost-Berlin gibt? Habe ich gar nicht gewusst. Also das ist, ich wusste schon, dass Deutschland in zwei Teilen geteilt, das hatten wir in der Schule gelernt. Deutschland ist in zwei Teilen geteilt, all die Nord und all die Süd, das habe ich gewusst. Aber das mit Berlin wusste ich nicht. Aber gut, meine Gästin, die ist nicht nur Berlinerin und nicht nur Ost-Berlinerin, sie ist auch noch Kabarettistin, sie ist Buchautorin, sie ist Sängerin, sie hat sehr viele Preise gewonnen. Mit anderen Worten, es war längst Zeit, weil sie kommt zum ersten Mal hier, aber es war längst Zeit, dass sie hier bei Alphons und Gäste kommt. Hier ist die großartige Uta Köbernick. Herzlichen Glückwunsch zur Premiere. Danke. Das ist für dich. Erstes Mal, dass du da bist, Uta. Voilà. Alors, du kennst es hier noch nicht, aber wir haben ein sehr liebes Publikum. Wir haben eine tolle Bühne. Sieht auch toll aus. Ja. Das Publikum. Ja, genau. Insofern, deine Bühne, dein Publikum jetzt. Uta Köbernick! Dankeschön, danke, Alfons. Es tut mir leid, ich habe den Sekt umgeworfen. Ich bin nervös. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich wirklich über die Einladung. Es macht überhaupt keinen Sinn, nervös zu sein, weil Sie sind nett. Ich habe Sie noch gar nicht richtig begrüßt. Entschuldigung. Aber ich habe was vorbereitet zur Begrüßung. Liebes Publikum. Sehr geehrte Damen bis Herren und darüber hinaus, liebe Menschen der LGBTQA-Community, liebe Gender bis Neurodiverse, liebe Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, liebe ADHSlerInnen mit oder ohne Abklärung, liebe Menschen des autistischen Spektrums, liebe Menschen aller Einkommensschichten, soweit hier vertreten, also liebe Arme, liebe Reiche und alles dazwischen und darüber hinaus, liebe ChristInnen, JüdInnen, MuslimInnen, liebe Orthodoxe, liebe Fundamentalisten, Säkuläre, liebe AtheistInnen und AgnostikerInnen, liebe AnhängerInnen von Ideologien oder Freikirchen oder vom 1. FC Saarbrücken. Gern geschehen. Liebe Junge, liebe Alte und alles dazwischen, also als jung gelesen, aber sich alt fühlend oder als alt gezeichnet, aber gerade erst aufblühend, das gibt's auch. Liebe Menschen, die ihre Zugehörigkeit noch nicht gefunden oder plötzlich verloren haben. Liebe Suchende, liebe Findende und liebe sich immer wieder neu Erfindende. Sehr geehrte Drogensüchtige aller Substanzen, liebe Konsumenten von Antidepressiva, von Ritalin und Ähnlichem, liebe Eltern, liebe Alleinerziehende, liebe Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch, liebe Schwangere, liebe Menschen mit Schwangerschaftsabbruch, liebe Zufriedene, liebe total Erschöpfte, liebes Publikum, ich muss mich etwas kürzer fassen, denn wir sind beim Fernsehen und die Zeit läuft. Hallo. Ich lese und singe heute aus diesem Buch. Es ist sehr schön, es ist von mir. Auf der Rückseite steht schon was, das lese ich kurz vor. Bilanz. Ich finde es immer gut, mit der Bilanz anzufangen. Ich habe mal mein Leben durchgerechnet. Es geht hinten und vorne nicht auf. Es bleibt immer ein Rest. Vorsichtig, langsam und weiter und wieder, behutsam, da breiter, da wackelt's und jetzt wird es schwieriger. Sein Mund leicht gespitzt, Kakao verschmiert, völlig versunken und hochkonzentriert auf sein Spiel, jetzt atmet er aus.
da steht sein Kartenhaus. Und jetzt bloß nicht dran rühren, bloß nicht dran rühren. Wissend und zweifelnd, voll Ahnung, per Zufall und Jahre der Planung, ein Rückschlag, Protokolle und Zahlen, Zahlen. Hinter den Türen vom Neonlichtflur arbeiten Forscher grad rund um die Uhr. Ein Sponsor sagt, das war der letzte Test, das Ergebnis steht fest. Und jetzt bloß nicht dran rühren, bloß nicht dran rühren. Schritt für Schritt, Klinik, dann ging's und dann doch nicht, der Schmerz und dann fing's wieder an. Und so ging's dann lange noch. Nun geht's ihr besser, die Freunde sind froh. In kleiner Runde reden sie so über alles ganz gerade heraus. Nur ein Thema lassen sie aus. Bloß nicht dran rühren, bloß nicht dran rühren. Lange schon leise und plötzlich so viele, die Stimmen verletzlich und mächtig, ein Feuer, ein Sturm und endlich, endlich. Ein Volk jetzt frei, es hat sich gewehrt, ein König wird Bettler und umgekehrt. Ein Jubel, als man ihm die Krone schenkt, der Bettler, der gerade König ist, denkt jetzt bloß nicht dran rühren. Nicht dran rühren. Da steht noch immer sein Kartenhaus. Jetzt zieht er ganz langsam eine Karte raus. Da stürzen König, Herz und Zahl. Der Junge ruft lachend nochmal. Vorsichtig, langsam und weiter und wieder. Behutsam, da breiter, da wackelt's und weiter. Der Junge im Spiel, ganz frei von Allüren versunken. Bloß nicht dran rühren. Vielen Dank. Und es geht weiter im Buch. Ich fange mal ganz vorne an. Da steht, am Anfang war das Wort. Ach ja, was war denn vorher? Pantomime? Staub. Bedeckt auch meine Möbel hier und da der Staub, wie trockenes Laub die Straßen im Novembernebel. Das Laub, das fällt, der Nebel steigt, mein Staub kann sogar beides. Und wischen, ich vermeid es, so lang, bis er sich zeigt, als dünne Schicht, als Segen, als sanfter grauer Hauch. Was Wut und Ärger können, kann er auch, nämlich sich legen. Dankeschön. Hier ist noch ein passendes Gedicht zur Jahreszeit. Das ist ein Frühlingsgedicht, aber das habe ich eben auch vertont und singe es. Es ist ein sehr zarter Text. Schneit und schneit und schneit und schneit der Amsel aufs Gefieder. Ich drinnen voller Heiserkeit sing meine Rabenlieder. Es kratzt und kratzt und kratzt und kratzt, wer Frost von Autoscheiben. Dann gute Fahrt, ich bin vergnatzt und muss zu Hause bleiben. Und zieht und zieht und zieht mich nicht in warme Länder. Leise zieht durch mein Gemüt, ach was höhnt der Kalender. Leise zieht durch mein Gemüt, ach was höhnt der Kalender.
Und schneit und schneit und schneit der Amsel aufs Gefieder. Ich drinnen voller Heiserkeit sing meine Rabenlieder. Ich drinnen voller Heiserkeit sing meine Rabenlieder. Vielen Dank, Uta Köpernick. Es geht weiter mit Stefan Wagubinger. Hey, wow. Ja, kennt ihr das? Hört ihr das? Rascheln, gell? Klimpern? Das ist ein uraltes Hausmittel gegen Preissteigerung, Inflation, Energiekosten oder so. Wenn man das erste Mal im Jahr den Kuckuck hört, weißt du, im Wald rufen, ne? Dann musst du mit der Geldbörse klimpern und dann hast du ein Jahr lang keine finanziellen Probleme. Das ist ein uralter Brauch, du. Das hat man bei uns im Dorf schon seit Jahrhunderten gemacht. Also es war trotzdem eine sehr arme Gegend. Ja? Also geholfen hat es nicht viel. Ne? Aber es war halt irgendwie, es hat Hoffnung gegeben, wenn man daran glaubt. Gell, da gibt es ja viele so Sachen, sagen wir, die helfen nicht viel, gell? Aber sie geben Hoffnung, wenn man daran glaubt. Ne? Wie jetzt zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, Wachstumschancengesetz oder so. Ne? Es hilft wahrscheinlich nicht viel, gell? Aber ne? Ich glaube dran. Weil ich, na, ich muss, gell? Weil die letzten 2 Jahre scheine ich den Kuckuck überhört zu haben. Ja? Und ob dann der dieses Jahr das erste Mal ruft, ob ich dann noch was zum Klimpern habe, das ist fraglich. Nein, ich bin, Entschuldigung, ich bin ja zu meiner Hausbank hin. Gell? Ich habe zu dem Berater gesagt, dass, diese Preissteigerung, habe ich gesagt, und die Mietkosten. Gell? Ich habe gesagt, es tut mir leid, aber auf meinem Konto die schwarze Null ist nicht mehr zu halten. Gell? Ob ich einen Kredit haben kann, hat der Berater, er hat zu mir gesagt, ja, Sie sind ja ein langjähriger treuer Kunde unseres Instituts. Wir freuen uns ja als Bank, dass es Menschen wie Sie gibt, die uns immer wieder ihr Vertrauen und ihre Treue und so weiter und so fort. Also er hat gemeint, nein. Ja. So habe ich gesagt, warum nicht? Hat er gesagt, ja, bei dem, was Sie zurzeit verdienen und wenn jetzt alles noch teurer wird, den Kredit können Sie ja selber gar nicht mehr zurückzahlen, da zahlen dann noch Ihre Enkel und Ihre Urenkel müssten da noch zurückzahlen. Dann habe ich gesagt, ja, dann nennen wir es halt Sondervermögen. Ja. Aber es war nichts zu machen. Gell? Und Privatgeld leihen ist auch schwierig. Jetzt, wo alles teurer geworden ist, du, scheinbar, gell, umso weniger der einzelne Euro noch wert ist, umso mehr wollen ihn die Leute behalten. Und ich verstehe es auch, weil so Sprüche, wie man früher so gesagt hat, gell, Geld ist nicht so wichtig. Das kann man sagen, wenn man viel Geld hat. Ja, dann stimmt es vielleicht sogar. Gell? Also ich habe das früher auch gesagt. Ich war ja mal reich. Ja, ich hab, aber das bleibt unter uns. Gell? Ich habe mal im Lotto gewonnen. Ich bin ein Lottogewinner. Hey, ja, aber ja, es war leider war's nur ein Wochenende lang, weil ich habe eine Zahl doch anders ausgefüllt, als ich es in Erinnerung hatte. Gell, und ich hatte, nein, ich hatte ja nur 3 richtige gehabt. Gell. Dadurch hatte ich nachher praktisch 4 falsche mit Zusatzzahl. Da kriegst du ja nichts. Aber ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn man im Lotto gewonnen hat. Du, wenn du glaubst, im Lotto gewonnen zu haben, das fühlt sich genau gleich gut an, wie wenn du wirklich gewonnen hast. Das ist kein Unterschied, überhaupt nicht. Das ist ja bei anderen Sachen auch so. Gell? Sag mal, der eine, der glaubt, vielleicht nach diesem Leben kommt er in den Himmel. Ne? Vielleicht stimmt's auch nicht. Aber solange er das glaubt, fühlt sich das genau gleich gut an. Ne? Oder ein anderer, der hat sein Leben lang Angst, gell? Weil er denkt, nach diesem Leben, da kommt er in die Hölle, da muss er runter in die Hölle. Ne? Dann stirbt er, kommt er doch in den Himmel, dann schaut er blöd. Ja. Weißt du, ich hatte heute Nacht einen ganz schlimmen Albtraum. Ich habe geträumt, ich wäre gestorben. Also das wäre jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Aber der Weg zum Himmelstor hoch, das war kein Hochschweben. Das war eine ganz normale, steile Treppe, mindestens 500.000 Stufen, alles zu Fuß hoch. Gell? Ich wäre fast gestorben, dann komme ich endlich oben an. Ein weißer Bart, gell? Der Petrus mit einem goldenen Buch. Aber das war nur der Einband golden, da drin lag ein Laptop. Da hat er mich gesucht und hat mich nicht gefunden. Also hat er gesagt, ja, wahrscheinlich bist du gar nicht tot, wahrscheinlich träumst du bloß. Habe ich gesagt, ach so, das ist nur ein Traum, da bin ich die 500.000 Stufen umsonst hochgegangen. Kann ich dann wenigstens einen Blick in den Himmel werfen, Petrus? Hat er gesagt, ja, das geht ja nicht, das ist ja dein Traum. In deinem Traum kannst du ja nur das sehen, was du schon ungefähr kennst. Hat er gesagt, aber der Himmel, hat er gesagt, ist eh so ähnlich wie bei euch in Mitteleuropa. Es ist von allem genug da.
Die Menschen machen Sachen füreinander. Gell? Der eine, der steht mitten in der Nacht auf, backt Brot, damit der andere ein Frühstück hat. Die andere, die lernt und studiert, damit sie jemand anders dann helfen kann, wenn der krank ist oder so. Na, also die Menschen machen Sachen füreinander, wie bei euch auch, nur halt ohne Geld, hat er gesagt. Geld haben wir nicht, aber sonst ist es ziemlich gleich. Habe ich gesagt, aha. Und Petrus, wie ist denn dann die Hölle? Petrus, wie ist denn die Hölle, Petrus? Hat er mich so angeschaut? Hat er gesagt, die Hölle, Stefan, die Hölle, ja, die Hölle ist im Grunde genauso. Nur halt mit Geld. Ja. Servus. Stefan Wackubinger, Dankeschön. Ich habe eine Frage an Sie, an euch alle. Eine Frage, die ich mich eigentlich seit langem stelle. Deutschland find ich gut organisiert, alles. Was ich nicht verstehe, ist, wozu habt ihr einen Bundespräsidenten? Der hat nichts zu tun, der entscheidet nichts, repräsentiert. Warum ist es so wichtig zu repräsentieren? Ja, eigentlich, voilà, das ist die Frage. Warum? Weil habt ihr einen Bundespräsidenten? Wir in Frankreich, wir haben einen Präsident und wir haben einen Premier Minister. Aber die Rollen sind klar getrennt. Ja? Der Premier Minister, seine Aufgabe, das ist, wenn der Präsident missgebaut hat, dann muss der Premier Minister zurücktreten. Ja? Das ist also... Er ist hauptberuflich Sündenbock, das ist ziemlich klar. Das ist hier nicht so. Also der Bundespräsident bleibt für mich ein Mysterium. Gut, im Moment habt ihr Frank-Walter Steinmeier, ein sehr ruhiger. Das ist mir klar, auch dass ihr einen ruhiger brauchtet für den Posten als Ausgleich. Weil mit Olaf Scholz habt ihr so eine Stimmungskanone. Habt ihr gesagt, okay, so. Das ist... Ja, Bundespräsident, komischer Job eigentlich, also und gar nicht deutsch. Also das ist ein Bundespräsident, du hast nichts zu tun, du wartest den ganzen Tag auf den Feierabend. In Frankreich, man würde dazu sagen, wow, Traumjob. Aber hier ist es, ab und zu natürlich, du triffst Staatsoberhaupten, wie zum Beispiel Joe Biden, hat er den getroffen, den Steinmeier. Das sieht man hier, also Steinmeier, er sagt, ich repräsentiere Deutschland und Biden, er sagt, ich weiß, Frau Merkel. Oder ab und zu ist er auch mit King Charles, wie hier, ja genau, also ist nicht gerade hochpolitisch, aber das macht für ihn ein bisschen Bewegung. Und er fragt sich, warum graben wir gerade die Queen wieder aus? Es ist nicht einfach als Job. Und wisst ihr, dass er mit Macron darüber geredet hat, der Steinmeier? Er hat ihm gesagt, oh, Emmanuel Macron, wenn du wüsstest, mein Job ist so langweilig. Ich mache Gartenarbeit mit dem König von England und so. Und deshalb, Macron hat ihn getröstet. Das sieht man auch auf diesem Foto, also ganz eindeutig. Aber das ist nett, das ist nett. Er hat ihm gesagt, oh, du armer Steini, das ist ein... Triff dich mit meinem Agrarminister, er hat auch nichts zu tun. Gleichzeitig Macron, er sagt sich, ich hoffe, dass er nicht merkt, dass ich eben meine Hand auf dem Arsch von einer Kuh hatte. Nein, es ist nett. Es ist eine nette Geste. Deutsch-Französischer Freundschaft. Ich dachte, das ist eine nette Geste, aber ehrlich gesagt, als Macron seine Hand genommen hat, hat man gesehen, er hatte doch einen Zettel draufgeklickt. Guck mal den Zettel. Oh, sowas macht man nicht, enfin. Oh. Armer Bundespräsident. Es geht jetzt weiter mit einer, die Bundespräsidentin werden könnte von mir aus, aber das ist sie nicht. Hier ist Uta Köpernick. Danke, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, immer diese Kritik an den Reichen, ja? Es wird so getan, als wären die eine Bedrohung. Aber das sind doch gar nicht viele. Das ist doch Diskriminierung einer Minderheit.
Die können ja im Grunde gar nichts dafür, dass die so reich sind. Das muss man doch auch mal bedenken. Ja, dass die so reich sind, das ist doch ganz oft vererbt. Die können nichts dafür. Bei anderen Erbkrankheiten redet man ja auch nicht abfällig über die Betroffenen. Hier schon. Wir haben leicht reden. Wir kennen so eine Situation doch gar nicht, wie das ist, wenn man da richtig drin steckt. Ich meine, die Reichen, die stecken in so einer Aufwärtsspirale. Da kann man nicht so einfach raus. Und ich habe auch nicht gehört, dass die Politik da mal reagiert hätte mit einem Aussteigerprogramm oder so. Da müsste man mal ran. Da müsste man mal... Ja, da müsste man mal. Da müsste man mal kein Geld in die Hand nehmen. Ich weiß auch gar nicht, hat man den Betroffenen überhaupt schon mal zugehört? Mal mit denen geredet, Hilfe angeboten? Das alles nur wegen Geld, die können nichts dafür, das haben die nicht verdient. Reste. Ein Krümel ist vollständig in sich, auch wenn er nur Rest ist vom Brot. Ein Krümel, der, wenn man im Bette liegt, zwar nicht sättigt, aber den Satten piekt. Die Scherbe als Rest von der Vase, die man im Eifer zerschlug, die vorher Wasser und Rosen tapfer in sich trug. Die Vase ist Bruch, doch die Scherbe ein Stück, ein Ganzes, das bringt jetzt Glück. Fort bist du, danke fürs Lieben und für den Tanz beim großen Fest. So einzig und übrig geblieben bin ich zwar ganz, wenn auch als Rest. Da, 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 da. So, was machen wir hier? Da. Ah. Du hast dich liften lassen? Ist ja spannend. So. Okay. Schon gut. Okay. Zum Abschluss mache ich was, damit jetzt auch klar ist, hier ist fertig. Na, hier kommt ja mal eins nach dem anderen. Jetzt wissen Sie auch, mache ich was zum Abschied? Also zum Abschied. Zum Abschied sage ich, grüß dich. Und der Abschied, grüß zurück. Man kennt sich schließlich. Et voilà, das ist jetzt schon das Ende von dieser Folge von Alphonse und Gäste. Mit dabei waren Uta Köpernick und Stefan Wakubinger. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Voilà, komm, oui, 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 allez, hop, hop, hop. Dankeschön, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch.